Mitten durch den brasilianischen Regenwald, durch das Amazonasbecken, reitet dieser Späher von uns, ein portugiesischer Späher, und reitet gleich in dieses Arawak-Dorf hinein und hofft, kostbare Gastgeschenke ergattern zu können. Und genau hierhin, dahin möchten wir, Sephorum.de, euch gerne auch entführen am kommenden Donnerstag, den 21. November ab 21 Uhr auf Twitch TV. Ich, Writing Bull, und mein Co-Moderator Elwood, wir möchten gerne unsere Partie fortsetzen mit Colonization und mit unserer deutschsprachigen Community-Modifikation Tuck the Authentic Colonization. Unsere Partie, bei der es unser Auftrag ist, also der Auftrag der Portugiesen, möglichst weite Teile des brasilianischen Regenwaldes zu besiedeln. Konkret, wir sollen an 10 oder 11 vorgefertigten, vorgesehenen Standorten, die unser König uns gewiesen hat, große Städte errichten. Doch zunächst gilt es natürlich, bevor wir dieses kleine Kolonialreich errichten können, die Schätze der neuen Welt möglichst rasch zusammenzuraffen und sie zu verteidigen gegen die anderen europäischen Rivalen, die mit uns oder gegen uns die neue Welt ausplündern wollen und diese Schätze dann möglichst rasch im Europahafen, nämlich hier, zu Gold zu machen. Hier bringen wir unsere Segelschiffe hin mit Eisenerz, mit Silber aus der neuen Welt und holen uns dann neue Immigranten wie diesen Meisterschmied hier oder diese Meisterweberin. Und natürlich die Waffen, die wir brauchen. Schießgewehre, Flinten, Pferde, Eisenwaren und anderes, was wir brauchen, um unser Kolonialreich aufzubauen. Und dafür haben wir uns einen konkreten Plan auch vorgenommen. Hier, ich zoome mal ein klein wenig raus. Hier, unsere Schätze, die wir zusammenraffen, diese hier beispielsweise, die wollen wir zusammen mit unserem Späher mitten im brasilianischen Regenwald zu diesem Standort hinbringen, den uns der König benannt hatte, nach Manaus. Oder da, wo Manaus entstehen soll, da wollen wir eine Stadt gründen und da wollen wir dann diese Schätze auch verschiffen und nach Europa bringen lassen, um dann über noch mehr Gold zu verfügen. Das ist unser Plan. Hier ist nur ein zweiter Schatz. Den wollen wir da auch hinbringen. Ich zoome noch weiter raus. Das ist der große, weite Regenwald. Und ich zeige euch mal die europäischen Konkurrenten, auf die wir mittlerweile hier gestoßen sind. Hier, ganz im Westen, noch ein wenig abgedunkelt im Augenblick. Vielleicht könnt ihr es erahnen. Hier sind die Städte der Spanier, auf die wir ebenfalls mittlerweile gestoßen sind. Auf Francisco Pizarro sind wir gestoßen. Da ist er, der uns grüßt. Noch ist er uns ganz wohlgesonnen. Das ist einer unserer Rivalen. Wir haben aber noch weitere. Beispielsweise gibt es ganz, ganz weit im Osten die Holländer, von denen wir noch nicht allzu viel wissen, auch nicht, wo ihre Städte gelegen sind. Hier, da ist wohl eine der niederländischen Städte. Und auch bei denen spreche ich mal kurz vor. Der ist nicht ganz so höflich zu uns. Lasst es mich so behutsam und höflich formulieren, wie es mir angemessen erscheint, sagt er. Euer Gebaren beweist, dass ihr Abschaum seid. Freundliches Kerlchen. Dass der dritte Rivale im Bunde uns dagegen überhaupt nicht gut leiden kann, das wiederum ist ganz gut verständlich. Das ist der Kolonialherr der Franzosen. Der kann uns deshalb schon gar nicht gut leiden, weil wir, ja, als ein Tu-nicht-gut bezeichnet er mich, Writing Bull, als einen Strauchdieb und Störenfried und sagt vor allem, ihr seid kein Franzose. Was wollt ihr, Bursche? Ja. Der hat nämlich nicht mehr unglaublich viele Städte. Hier rechts sind unsere Siedlungen und links sind die seinen. Okay, da ist keine einzige. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir ihm alle Dörfer, die er hatte, abgenommen haben. Wir haben ihn attackiert, unseren Nachbarn, und ihm sein Hab und Gut entrissen. Aber auch die Indianer, die sind nicht mehr ganz so gut auf uns zu sprechen. Meistens zumindest. Beispielsweise hier die Tupi, deren Dörfer in unserer direkten Nachbarschaft liegen und die von unseren Kulturgrenzen leider bedrängt werden. Auch die haben eine gewisse Grundskepsis uns gegenüber, wie dieser zähnefletschende junge Herr Kunhambebe verkündet. Tja, das ist der Stand der Dinge hier in unserer Partie. Schätze, die wir zu Gold machen wollen, Rothäute, die uns grollen, und europäische Rivalen, die uns auch nicht mehr ganz so gut leiden können. Ich hoffe, ihr seid uns aber gewogen und habt wieder Lust, euch mit uns, mit Elwood und mir und mit Sephorum.de zu treffen an unserem virtuellen Lagerfeuer, das wir auf Twitch TV im Chat entflammen wollen, am Donnerstag, den 21. um 21 Uhr. Ich fand das zuletzt bei unseren Live-Abenden doch eine ganz anheimelnde und nette Atmosphäre bestand. Mit freundlichen Gesprächen im Chat,
mit Zuschauern, die uns, die Let's Player, ein wenig herumkommandieren, könnt ihr auch gerne wieder machen am kommenden Donnerstag. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss.